Samstagabend O2 World in Berlin. Willkommen auch auf albaberlin.de. Vor dem Spiel gegen Bayreuth spreche ich mit Albas Co-Trainer Konstantin Lewowski. Konsti, der heutige Gegner. Was sind die Stärken von BBC Bayreuth? Wie können die euch gefährlich werden? Genauso wie eigentlich die meisten BBL-Teams. Sie haben einen schnellen, sehr aggressiven Point Guard, der auch gut werfen kann, Gibson. Dann haben sie eine Reihe von sehr guten, gefährlichen amerikanischen Außenspielern, die vor allem im 1 gegen 1 sehr korbgefährlich sein können. Und sie haben wirklich sehr fähiges Inside-Personal. Also sie haben Rainer, einen sehr großen Inside-Player, einen Center, erfahren hier in der BBL schon, in einigen Clubs gewesen, unter anderem in Bamberg. Dann Ibekwe, manche kennen ihn vielleicht noch aus dem Dezember, wo er uns, als er bei Artland gespielt hat, schon wehgetan hat durch seine Athletik, durch seine Rebounds. Und dann einen wirklich gnadenlosen Werfer mit Campbell, den man wirklich nicht aus den Augen verlieren sollte, gerade in den letzten Wochen. Der liegt bei 60% Trefferquote von der 3-Punkte-Linie und das ist schon sehr hoch. Also weiß Gott, ein gefährliches Team, was wir einfach durch unsere Verteidigung und hoffentlich durch unsere Aggressivität sofort in Schach halten können. Einer der interessantesten und besten BKBBL-Spieler des letzten Jahres ist seit 3 Tagen bei Alba, Taylor Rochester. Welche Qualitäten schätzt du besonders an dem Mann? Zum einen, was du gesagt hast, ich glaube, er kann mit Recht sehr selbstbewusst auftreten und tut es auch und ist es auch gleich schon in den ersten Trainingseinheiten, weil er einfach ein gewisses Standing in dieser Liga sich erarbeitet hat im letzten Jahr, insofern heute gar nicht scheu sein muss und sein Spiel gleich zeigen kann, was heißt, dass er sehr schnell ist, ein exzellenter Passgeber, eben auch auf dieser Geschwindigkeit und dann aber auch in den Spielen, wo es notwendig ist, in der Lage ist halt zu scoren, weil er ein guter Werfer ist und durch seine Schnelligkeit sicherlich auch den einen oder anderen schnellen Drive machen kann und seinen Mann schlagen und den Ball ans Brett bringen kann. Nach 5 Niederlagen am Stück, ist das vor allem jetzt eine Sache des Kopfes, wann der Knoten platzt bei Alba? Definitiv. Es ist natürlich eine krude Mischung, die wir aufbieten müssen. Auf der einen Seite müssen wir höchst angespannt und konzentriert sein. Auf der anderen Seite müssen wir wirklich sehr locker sein, um uns einfach auch davon zu befreien, dass jeder kleinste Fehler am Anfang gleich ganz furchtbar ist. Ich glaube, Fehler dürfen passieren. Was sicherlich nicht passieren darf, ist einfach, dass die Aggressivität fehlt und dass die Konzentration fehlt. Ich denke, dass es heute sehr schön, sehr voll wird hier in der Halle. Und das ist sicherlich auch ein Teil, der uns sehr helfen kann. Das heißt auch vielleicht einzelne Fehler verzeihen am Anfang und uns weiter anfeuern. Wie gesagt, wenn die Grundrichtung und die Grundaggressivität stimmt. Und da bin ich mir momentan eigentlich ziemlich sicher, dass das heute soweit sein wird.